Servus und moin, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Vince. Ich heiße mal wieder reinzukommen zu einem neuen Video von mir. Wir spielen heute mal wieder Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Und wir sind hier auf einer mehr oder weniger neu, alten, wie auch immer Karte, ja. Mit einem auch relativ neuen Bus. Wir befinden uns hier nämlich auf der Karte Ruhrau V2. Wir sind hier unterwegs mit einem formschönen Iveco Crossway LE in der Schnellbus-Variante. Und ich habe mir mal das Weser Ems Repaint rausgesucht, weil ich kein anderes DB Repaint hatte. ja, wir befinden uns hier am Betriebshof Eschenburg. Kann man ungefähr vergleichen mit, ich weiß nicht, kann man mit Nabus vergleichen? Vielleicht eher mit Flegel, mal gucken. Spoiler, vielleicht gibt es dazu ein paar Posts auf Instagram. So, ich würde sagen, wir springen direkt in das schicke Ding rein. Konnte man den nicht hier irgendwo aufklicken? Nee, kommt man nicht. Schade. Gut, wir springen rein in die Kiste. Sehr leise der Kasten. Ich hoffe, dass man es hört. Ich guck mal eben in die Soundeinstellung. Nicht, dass mein Omsi einfach nur leise eingestellt ist. Das kann natürlich auch mal vorkommen. Nein, mein Omsi ist auf Volllautstärke. Ich hoffe, wir hören hier was. Das ist hinten auf jeden Fall. Ja, Schnellbus heißt, wir haben hier diesen Monitor und ja, die kleine Uhr da. Aber sonst können wir uns ja mal den Innenraum hier anschauen. Wir haben hier natürlich Fenster. Brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir haben natürlich das Standardwetter. Ja, WLAN haben wir auch. Kann ja hier mal die Tür auch aufmachen. Alles sehr leise in diesem Fahrzeug. Oh, wie die Tür quietscht. Meine Güte. Die Fahrradtür mit Wechseltisch. Der aber ein bisschen falsch noch aussieht. Vielleicht habe ich einfach keine aktuelle Version. Das kann natürlich sein. Ja. Wir fahren heute übrigens die Linie. Warum ist da? 182 nach Fredeberg Markt. Ungefähr 29 Minuten. Wir werden jetzt etwas länger brauchen. Ja. Wie geht das hier jetzt? Muss ich mich hier auch anmelden? Nee, ne? Hier nicht. Genau. Ich krieg schon wieder Nachrichten auf Discord, das ist etwas unpraktisch. Ich guck aber mal, ob das irgendwas Wichtiges ist. Nein, ist es nicht. Ja, wir fangen erstmal anscheinend hier die Heizung ein. Ja, 20 Grad. Vielleicht mal auf... Machen wir mal 21 Grad. So, das sollte reichen. Ja, hier haben wir als Schalter. Das kann man hier bedienen. Nix. Schön. Willst du was Cooles zeigen? Ja, Lüftung. Das sind die Dachluken. Feststellbremse natürlich. Heller, dunkler, glaube ich, machen. Dauerbremse. Auch. Retarder aus. Schön, schön. Hier haben wir das, die Innenraumbeleuchtung. Die können wir uns ja mal anschauen. Hier Stufe 1. Und Stufe 2. Aber wir brauchen eigentlich kein Licht. Das ist interessant, die Steuerung. Eine Fahrradbeleuchtung, würde ich sagen, ist das. Hier oben wäre übrigens der Start-Stopp-Schalter. Haltestellenbremse, Kneeling, Notheben. Ne, das ist Niveauregulierung, Entschuldigung. Tür 1, Tür 2, Kinder, hier Schulbusschalter. Und ja, wir sehen, wir haben hier dieses Aktia-Dashboard. Bekannt eigentlich eher aus den polnischen Solaris. Und natürlich den Almax V2. 2 ist es, glaube ich. So, einmal anmelden. Wie war denn noch die Fahrernummer? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, jetzt muss ich das echt nachschauen. Moment mal. So, ich habe es gefunden. Es ist nämlich 6924 mit der PIN 5173. Perfekt. Jetzt kann ich die
Dings auch wieder löschen. Linie, wir fahren die 182. Fahrt, Nummer. Drei. Eins. Null, eins, acht, zwei. Achso. Ja, Profi. Ah. Fredeberg Markt. Ja, guck mal, das ist doch schön hier. Wechselt doch durch. So möchte man das doch sehen. Machen wir Gang rein. Und ab geht die Luzi. Aber der Bus, der ist echt schon leise, ne? Also gut, bis auf die Heizung. Ja, wenn man Kickdown gibt, dann hört man den schon. Ja, was ist eigentlich so in der Zwischenzeit passiert? Warum kam nichts? Bla bla, ne? Man kennt die ja. Das übliche halt. Könnte ich jetzt wieder sagen, ich hatte keine Zeit, aber ich sag euch die Wahrheit. Alter, wie weit klingt der denn? Ich sag euch die Wahrheit, ich hatte einfach keinen Bock. Schlichtweg gesagt, ihr habt ja schon gesehen, Montag kam ja auch schon ein Video. Und ich habe jetzt halt gerade, ihr seht ja Samstag-Sonntag-Umlauf, ich habe halt ein freies Wochenende. Und dann dachte ich mir, gut, kannst du ja mal ein paar Videos aufnehmen, Videos machen, Videos aufnehmen, Videos machen ist das gleiche, ne? Ein paar Videos aufnehmen, schneiden, ja, also ich habe tatsächlich heute alle Videos geschnitten für die aktuelle Woche. Also heute ist jetzt gerade der 26.01. für mich. Nur mal zur Info. Wir müssen jetzt ja hier zum Startpunkt in die Altstadt fahren. Ich weiß halt nicht mehr, ob das lange dauert. Falls das lange dauert, schneide ich es euch weg, aber sonst... hier ist es schon die Altstadt. So, dann einmal rein hier. Ich sehe gar nichts. Oh. Natürlich geht die Sicht nach da oben. Warte mal. Na, Geist, ich kann den Steig nicht lesen. Das ist vorteilhaft. Da mal ins Hilfemenü schauen. Wahrscheinlich Steig 2, oder? Nee. Natürlich Steig 1. So, das sollte eigentlich passen. So, perfekt. So möchte man das doch haben. Vielleicht noch ein bisschen näher ranfahren. So. Machen wir die Türe öff. Und dann spulen wir ein bisschen die Zeit vor, wann das Abfahrt. 10.43 Uhr. Machen wir mal 10.41 Uhr. Da sind wir, glaube ich, wieder. Guten Tag. Guck mal, hallo. Schon die Menschen rein. Morgen. Habe ich da den Fahrscheinverkauf überhaupt an? Ja, habe ich. Kollision auch an. Perfekt. Einmal A bitte. Einmal A? Ich hab. Ah, er sagt A. Ich hab früher. Ich hab immer A bin verstanden. A. 2, 3 Euro. Danke. Bitte. Guten Morgen. Moin. Komm, nein, du.
Ich krieg schon wieder Benachrichtigungen auf Discord. Schlimm. So, wir sehen auch übrigens, er zählt hier jetzt in Sekunden runter. Das ist ja irgendwie der neueste Standard, sofern ich das richtig weiß. Dass du in Sekunden runterzählst. Dass sie wirklich angezeigt werden. Wir haben übrigens einen kleinen USB-Stecker. Ja. Hier die Haltestelle immer aktuell. Ah, guck mal. Mach mal einen kleinen Screenshot hier. So wie sich das hier hört. Und dann 5. Dann können wir Türen zumachen. Ich weiß nicht, bekommen wir noch was von wegen Abfahrt? Nö. Abfahrt! Die Salzstelle ist doch Vereinsstraße, oder? Ja, gut. Gut, gut, gut. Das kriege ich dann hin. Weil ich weiß, ich bin die Linie, glaube ich, einmal oder so gefahren. Das war es dann auch wieder. Vielleicht bin ich auch schon des Öfteren gefahren, aber... Naja, wir werden ja sehen. So, jetzt hier durch diese Gasse. Vereinsstraße. Aufpassen, dass man sich nichts stößt. Gut, dass wir hier oben links den Spiegel haben. Beziehungsweise wir haben auch rechts einen Spiegel, ja. Ich benutze den ja immer so. Ja, intermediär. Ist halt einfach so. Ich muss schätzen können, ja. Das reicht als Busfahrer. Ich muss dein Fahrzeug einschätzen können. Der reagiert sogar auf die Eingaben. Weil ich habe jetzt hier mir mal einen Xbox-Controller hingelegt. Oh. Hallo, guten Morgen. Tag. Moin. Morgen. Habe da sowas draufgelegt. Wie Kneeling beispielsweise. Und da vorne zurückschauen. Nächste Haltestelle, halbe Höhe. Ich weiß nicht, ob sie Vereinsstraße angesagt hatte, aber ich habe es einfach mal manuell weitergedrückt. Nächste Haltestelle, Scheiße. Im Nährfeld. Machen wir mal wieder halbe Höhe rein. Das ist das Gute, wenn du so einen Befehl auf dem Controller... Warte mal, da kommt ein Auto. Da Autos sogar, ups. Das wäre eine kleine Rechnung gewesen. Wäre ich jetzt gefahren einfach. Oh, da wollte glaube ich schon wieder raus, oder? Ah ne, das ist der Haltewunsch. Wir müssen glaube ich rechts. Ja. Ich erinnere mich. Also im Prinzip ist das jetzt der gleiche Linienlauf wie die... Ich glaube die 179 hier vom... Schlachter da hinten, Schacht Heinzmann oder so in der Art, losfährt. Die fahre ich schon öfter. Aber diese die fährt halt dann woanders hin. Ich glaube, die fährt zum Altstadt-ZOB, oder? Mal hinten auch mal die Türe öff. Morgen. Hallo. Moin. Hallo. Spiegel gucken und Abfahrt. Ich weiß, rein theoretisch überholen kannst du hier so, darf uns hier sowieso keiner, aber gut, das Safety first, ne? Nächste Haltestelle im Nährfeld. Ja. Das Problem ist, ich mir fehlt gerade so ein bisschen, was ich erzählen soll. Ich kann auch eigentlich gerade nicht so viel erzählen. Weil ich vor der Aufnahme noch eine Runde getanzt habe. Ja, ich habe sehr viel Freizeit. Deswegen entschuldige ich mich auch, falls ich das öfteren mal jetzt hier zur Flasche greife, um was zu trinken. Es war einfach sehr anstrengend, sagen wir so. So wie ein Let's Play von mir zu schauen. ja. Nee, Ruhrau V2 ist, glaube ich, sogar noch... Ist sie nicht sogar an Weihnachten rausgekommen?
Ich weiß es nicht mehr ganz. Das habe ich mir schon ein kleines bisschen her, dass diese Karte erschienen ist. Fahren wir hier in die Spur rein direkt. Ach, leck mich. Was war die nächste Haltestelle? Im Meerfeld, ne? Das heißt, ich muss hier rüber. Ein Schnitt später und wir stehen ganz woanders. Und zwar dort, wo wir eigentlich auch hin sollen. Hust. Ja, ich habe mich eventuell gerade verfahren, aber gut, dass wir ja sowas haben, das sich Videoschnitt nennt, weil sonst müsst ihr euch das Video jetzt unnötig in die Länge ziehen und das wollen wir alle nicht, ne? Deswegen jetzt auch mit Hilfspfeilen, weil ich ja sonst mich wahrscheinlich wieder verfahre. Nächste Haltestelle. Ich dachte halt, ich müsste da rechts lang, weil das hab gesehen, das sind zwei Haltestellen. Also es gibt in zwei Richtungen die Haltestelle im Nährfeld. Und das war so mein Fehler. Hier bin ich aber schon mal, doch, ich bin die Linie schon mal gefahren. Oh oh. Ich habe gerade irgendeinen Fehler bekommen. Das war nicht so schön. Ja. Ich hoffe, Omsi schmeißt mir nicht gleich noch mehr Fehler. Ich hatte auch letztens irgendwie mit den Hamburg-Hafen City-Fahrzeugen Probleme. Keine Ahnung, was genau das war, aber einfach mal Hamburg neu installiert. Also Hafen City. Ne, und Hamburg, ich habe beide, glaube ich, neu installiert. Naja. Ah, das war die Linie mit dem Kaff. Jetzt weiß ich das auch endlich mal. So. Das ist mal eine laute Hupe, du. Also, Entschuldigung an die Fahrgäste, die ich damit erschrocken habe jetzt. Hallo. Tag. Und, hallo Josh, nochmal. Ich glaube, wir sollten nicht hupen mit dem Fahrzeug mehr. Ja, solche Dörfer sind schön. Das hier. Nächste Haltestelle. Friedensplatz. Ah! Ich weiß, wo ich bin. Cool. Na komm, nehmen wir hier auch mal ab. Hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hi. Und Abfahrt. Okay, jetzt fahren wir hier direkt wieder links. Hier rechts wird man auch kommen beispielsweise. Ah, genau, wir fahren jetzt nämlich noch nach Wimbach über die Reha-Kliniken oder zu den Reha-Kliniken, je nachdem, wie man halt sagen möchte. Nächste Haltestelle, die sind hoch. Deswegen geht's jetzt hier einmal hoch. Auf der schnüggeligen Karte. Habe ich es doch richtig in Erinnerung, wie ich jetzt hier fahre. Anhänger frei. Wiesenburg ist aber nichts. So. Hier. Wenn dir ein Auto entgegenkommt, dann musst du echt sehr vorausschauend schon sein. Sonst hast du nämlich, glaube ich, ein Problem. Nächste Haltestelle: Reha-Klinik Wiesenburger Land. Ja, sie verlassen Wimbach, fahren ins Nichts. Heißt es hier. Also ich sag mal so, ne? Das mag vielleicht angenehm aussehen, aber an meinem Lenkrad ist das gerade alles andere als angenehm. Ich
dieses ganze Huckeln. Ich sag mal so, es ist jetzt so breit, wie unsere Straßen generell sind, aber... Sie sind halt wenigstens so asphaltiert hier, weißt du? Nicht so wie... Hier halt mit diesem ganzen Kopfsteinpflaster, was mich so ein bisschen abfuckt. Oh. Ja, das Ausholen war gerade irgendwie ein bisschen unnötig. Das ist wohl... eher für andere Busmodelle gedacht, mit ein bisschen mehr Länge. Und jetzt in Reha-Kliniken, ist aber eine schöne Haltestelle, muss ich ehrlich sagen. Also die gefällt mir so. Wie gemacht ist so hier, die kleine Halt, und dann hast du da die Reha-Kliniken. Halt die Backen. Ich weiß, du möchtest einen Fahrschein, aber... Danke. Du siehst doch, dass ich was Besseres habe. Eine für Innerstadt, bitte. Aber natürlich doch, Ömchen. Bitteschön. Einmal sagt die Verspätung. Ah, perfekt, wir sind pünktlich. So, hier dürfen wir nur in eine Richtung, aber mein Stuhl rutscht schon wieder, das ist nicht so cool. Da bin ich gerade froh, dass ich die Bremse treten kann. Ich etwas sehr weit weg von den Pedalen sitze, dadurch, dass mein Stuhl nach hinten rutscht, aber okay. Was tut man nicht alles für ein Let's Play, ne? Wie gesagt, eigentlich eine ganz normale Situation hier für mich zu fahren. Ist halt nur der Faktor noch dazu, dass es Kopfsteinpflaster ist und... Also ich sag mal so, im Winter, wenn es hier wirklich mal Schnee liegen sollte bei uns, ja, dann fahre ich auch eine Winterfolge mal. Oder mehrere, mal gucken, je nachdem. Dann will ich hier nicht unbedingt lang fahren. Bei Kopfsteinpflaster und Schnee ist ja immer so... Naja. Ding ist ja auch generell einfach nur, wenn es friert. Das heißt, wenn wir Minusgrade haben, dann ist Kopfsteinpflaster ja auch schon wieder immer so. Mhm. Oh Gott, was ist das denn hier? Wenigstens gibt es hier eine Ampel. Da hätten sie sich aber auch das Geld sparen können, eine Ampel zu bauen. Würde man das Schild etwas versetzen können. Uiuiui. Da habe ich jetzt aber mal ein bisschen... Okay, nein, die Ampel ist hierfür gedacht. Okay, ich verstehe. Halt an, du Sau. So, raus mit euch, oder dir, wie auch immer. Oh! Sag mal, hast du keine Anfahrsperre hier? Anfahrhilfe, wie auch immer. Junge, Junge. Ah, guck mal hier. Okay, nee, das bringt euch jetzt nichts, wenn ich sag, aber ich bin hier letztens lang gefahren. Welche Linie bin ich denn gefahren? Ich glaube, die 177 fährt hier auch lang. Nee, Quatsch, 178 bin ich gefahren, wenn. Also ich habe in die Beschreibung geguckt und gesehen, das soll eine Überlandlinie sein, deswegen habe ich die auch genommen letzten Endes. Hier, sie verlassen Wimbach und fahren wieder ins Nichts. Aber solche Schilder gibt es halt wirklich tatsächlich häufiger. Oder auch sowas wie, zum Beispiel in Stralsund, da gibt es ein Schild, sie verlassen Stralsund, in einem Kilometer kommt Stralsund. Ja. Brücke.
Es sitzen natürlich alle Fahrgäste, ne? Also. Weiß ja natürlich jeder. Entschuldigung, ich wusste gerade kurz nicht, was ich erzählen soll. Was sagen soll. So, einmal nach, ich glaube, das ist Wimbach. Ist das Wimbach? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah ne, Rehes Leben. Oder wie es heißt, wie auch immer. Jetzt hier einmal auf diese Straße, die ich irgendwie schon immer sehr fragwürdig finde. Weil es sieht eigentlich eher aus wie so ein Gehweg, weißt du? So ein Gehweg, der einfach so als Straße genutzt wird, so sieht das für mich aus. Ich finde es immer wieder aufs Neue eigentlich komisch, hier lang zu fahren. Ich irgendwie denke so, eigentlich gehört hier kein Bus rauf. Wir haben gelernt, nicht hupeln. Moin, Kollege. Also auch mit dem Gelenkbus sind sie hier unterwegs. Eigentlich könnte ich hier auch die Hilfspfeile schon fast ausschalten. Eigentlich müsste ich jetzt ja wissen, wo es lang geht. Weil hier fährt nicht nur die 182 lang von... Zum Beispiel die SB6 fährt hier lang. Die 178 müsste auch hier lang fahren. Und daher. Aber ich lasse sie jetzt einfach an für den Rest des Videos einfach. Ja. Dann lerne ich auch mal die Linienverlauf ein bisschen mehr. Kann ich die auch ein bisschen öfter fahren. Das ist für mich selber. Uiuiui. Habe ich jetzt ein bisschen wenig nachgedacht. Ja, deswegen, ne, bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden. Auch wenn ich hier mit mir selber rede, aber... Aber deswegen gibt es ja auch Leute, die dann das nicht durchstreichen. Also das dann steht, bitte mit dem Fahrer reden. Weil letzten Endes nimmt sich das nichts, ob jetzt irgendwer Fremdes mit dem Fahrer redet oder der Fahrer mit sich selber spricht schon. Na gut, dann sollte man fragen, ob der nicht eventuell am falschen Ort ist, wenn er mit sich selber schon anfängt zu reden, aber... Ne? Die Gefahr ist halt trotzdem gleich, ob der Fahrer jetzt halt selber irgendwie dann in Gedanken versinkt, weil er einfach Musik laut auftritt beispielsweise, oder Kopfhörer auf hat, weil das gibt es auch, dass ein Fahrer Kopfhörer aufhaben. Wenn da auf einmal ein Fahrgast von hinten kommt, der erschreckt sich und macht dann einen Fehler, weißt du? Deswegen, also das ist so ein Zwiespalt halt. Gehen wir euch auch noch mal ein bisschen kneeling. Hallo. Morgen. Hallo. Ich heuchle so eine Tageskarte. Okay, der Bus will nicht runter kneeling. Tageskarte, wenn ich es jetzt lesen könnte. Tageskarte erwachsen, 7,10 Euro. Gott. Besten Dank. Bitteschön. Ich finde den Fahrplan, der ist auch eigentlich optimal hier gemacht für diese Karte. Aber bei einer Minute, ja, eine Minute Verfrühung, das kann man ja machen. Es ist nichts Schlimmes, nicht verwerflich. Das ist halt so. Nächste Haltestelle, Gartenstraße. So, hier Richtung Aldi immer fahren. Dann weiß man auch den Weg. Entweder hinterm Aldi halt links oder... Nein, vorm Aldi... Doch, hinterm Aldi links oder vorm Aldi nach rechts. So. Man kann sich hier auch orientieren im Dorf. Ohne Hilfspfeile. Ich weiß nicht, wieso ich eigentlich blinke, weil es gibt nur einen Weg, aber... Nächste Haltestelle, naja. Lindenstraße. Halt, hier sind auch nur 30. Ja, ich bin es halt gewohnt, ein bisschen mehr mal aufs Gas zu drücken, weil ich mir meistens immer auf der Karte Verspätung eigentlich einfahre. Aber
Warum, weiß ich nicht, aber ich habe meistens immer Verspätung und dann ist es so, du stehst dann hier durch dieses Kaff halt voll auf dem Gas dann einfach. Oder auch so, wenn ich dann einen Schnellbus fahre, können wir auch mal machen im Let's Play, einen Schnellbus 6 fahren. Mache ich meistens auch immer, so hier werde ich mal ein bisschen weiter weghalten von der Haltestelle. Aber dafür Kneeling geben. Achso, der Controller ist aus. Guten Tag. Okay, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr runter zu Nieren dann. Nein, also du stehst dann halt meistens hier voll auf dem Gas, weil du kannst dich halt durch das Dorf knallen wie sonst wer. Und da werde ich gerade angerufen. Einen Augenblick, schon wieder. Viel gefragt hier. So, da geht's auch schon weiter, die Partei. Ich muss hier echt viel schneiden heute. Meine Güte. Naja. Das ist eine Omsi-Folge, ja? So hier in der Haltestelle außer Betrieb. Erlenweg. Jetzt geht's nämlich nach links weg. Achso, ja gut. Ich glaube sowas wie von wegen, es geht nach links, nach rechts. Das brauche ich euch nicht sagen. Das seht ihr ja. Straße. Ich weiß gar nicht, hier sind glaube ich schon wieder 50, naja. Wenn man übrigens die Gegenrichtung fährt, muss man hier links oder auch beim Schnellbus fährt man hier auch links. Das Bremsen war gerade unnütz, Polizei. Hallo. Guten Tag. Tag. Ist der hinter uns? Nö, der ist abgebogen. Oder? Ja. Nächste Haltestelle von Weizsäcker Straße. Tag, Kollege. Der ist doch hinter uns, der Rettungswagen. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Wir lernen ja alle, für Rettungswagen darf man über Rot fahren. Hallo. Guten Tag. Tag. Ich hätte gerne einen neuen Schüler. Sagte der Lehrer, der vor einer leeren Klasse stand. A-Kind. Danke. 30 Cent zurück. Guten Tag. Tag. Hallo. Verfrühung, Verspätung. Ja. Ist hier schön gemütlich. Tierpark. Ich weiß gar nicht, hier sind glaube ich sogar 60, aber ich fahre mal 50. Einfach weil ich habe sowieso Verfrühung und das macht das jetzt nicht fett, ob ich jetzt dann die paar Sekunden rausfahren kann. Upsala. Weißt du, eben noch damit angeben, dass er was gelernt hat. Hallo. Und dann nicht mal eine Haltestelle anfangen können. Ja, ich merk schon. Schön ist, der kommt auch ordentlich. Nächste Haltestelle am Treppchen. Tag, Kollege. Ja, ja, ich wollte nicht hupen. Ist ja gut.
Aber mal die Haltestellenbremse rein. Ich muss sagen, ich sitze auch hier eigentlich ein bisschen mehr, als würde ich gerade Formel 1 spielen wollen. Formel 1! Ha! Ich habe wieder ein Gesprächsthema jetzt nicht. Ja, da fragt sich bestimmt der eine oder andere, was da los? Wieso kam jetzt hier einmal das Best-of und kam seitdem her eigentlich auch kein Livestream mehr? Das hing halt einfach damit zusammen, dass ich auch keinen Bock mehr hatte. Grob gesagt. Weil ich habe halt wirklich ja jeden Tag auch F1 gestreamt. Und vielleicht, ich werde mal gucken, dass ich vielleicht auf einen Stream pro Woche oder so mal komme. Wir werden sehen. Weil ich bin gerade auch eigentlich eher ein bisschen privat dabei, was zu üben für F1. So ein bisschen. Beziehungsweise ich fahre gerade die F2. Tatsächlich so zwischendurch mal. Um einfach mal ein bisschen so üben, so ohne Traktionskontrolle und all den Krams. Weißt du? Das ist gerade so mein Goal und deswegen verzeiht es mir, dass da eher weniger kommt. Und wieso geht diese Ampel nicht auf? Warte mal. Ist das irgendwie eine Kontaktampel oder so? Das habe ich auch schon mal auf der Karte gehabt. Ich stehe an der Ampel. Ah. Ich frage mich, wieso die ganze Zeit auf Rot bleibt. Wenn ich grün wird, fahre dann einen Meter vor. Und dann sehe ich so dieses A aufleuchten. Und ich denke mir so, das ist doch eine normale Ampel. Ja, falsch gedacht. Nachdenken, ne? Nicht denken. Das ist halt so die Devise. Und ja. Ich mag das Blinkergeräusch tatsächlich. Also, es gibt ja so Leute, die auch gerade beim C2 mit dem alten Dashboard dieses Blinkergeräusch irgendwie mega kritisieren. Ich bin da irgendwie ein Fan von. Einfach weil ich denke, weil ich auch gerade, wenn ich irgendwie den Blinker jetzt nicht hören würde, ich würde den tatsächlich, würde mich die ganze Zeit fragen, ist mein Blinker an, ist mein Blinker aus? Und ja, dann sind wir ja wieder bei dem Thema, das ich schon mal eben angesprochen hatte. Der Fahrer denkt nach und der Autofahrer kann natürlich nicht nachdenken. Neumark. Da gibt es ja auch so einen schönen von hier, Extra 3 mit diesem Tempo 80 und Achtung vor Baum, hier vor Unfällen mit Bäumen. Und dann sagen die ja da auch, er gibt ja viel Interpretationsspielraum. Der Fahrer muss ja nachdenken und dann geschieht ein Unfall. Ich meine, der Fahrer kann natürlich auch denken, dass man hier nur mit 80 km/h gegen Bäume fahren darf. Oder dass man nur 80 fahren darf, wenn Bäume mitten auf der Straße stehen. Oder hallo. Einmal kurz bitte. Vielleicht ja auch, dass nur 80-Jährige gegen Bäume fahren dürfen, ne? Da fragt sich dann, oh, falsches Ticket. Da fragt sich dann so. Ja, Dankeschön. Welcher Autofahrer kommt eigentlich auf die Idee? Also, nicht mal ich wäre so blöd. Ich habe schon mal manchmal dumme Ideen, wie man vielleicht in allen anderen Projekten immer so mitbekommt. Dass ich manchmal nicht so der Hellste bin. Aber das Problem ist halt einfach, der Autofahrer ist dann abgelenkt, weil er denken muss so, habe ich das Schild schon mal gesehen oder nicht? Genau das gleiche, würde ich sagen, ist jetzt hier einfach die Devise, einfach mal. Nächste Haltestelle, Grafenplatz. Grafenplatz, jo. Aber eigentlich, bis Fredeberg mag, kann ich jetzt auch die Hilfsfälle ausschalten, weil das sollte ich eigentlich schon längst finden. Ah, mein Controller ist wieder aus. Hallo. Machen wir die Hilfsfällchen hier aus. Dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Und das sieht aus, als kann ich was. Ja. Endlich habe ich was erreicht in meinem Leben. So, du bleibst da jetzt noch eine Runde stehen. Da quetsche ich mich jetzt vor, eiskalt. Bitte nicht... ich will gar nicht wissen, wie viele Leute gerade auf ihr Discord geguckt haben. Denken, sie haben eine Nachricht bekommen. Wenn ja, könnt ihr mal gerne kommentieren, von wegen Hashtag Discord oder so. Wer das gerade gemacht hat. War schon des Öfteren in dem Video eigentlich, muss man sagen. Warte mal, ja doch. Das Ding ist, diese Haltestelle fahre ich meistens gar nicht an, wenn ich hier lang fahre. Gut, entweder fahre ich halt einfach meine 184, komme dann sowieso von woanders. Oder halt die SB6 und die fährt ja hier lang, aber fährt halt zum Grafenplatz. Und fährt den hier halt nicht an. Mal jetzt sind wir auch gleich schon im Fredeberg Markt und dann ist diese Folge auch damit zu Ende.
Nächste Haltestelle, Fredeberg Markt. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja. Wir haben schon mal runter auf 30. Vorne hier links kommt man übrigens mit der 184 so rumgefahren. Müssen wir hier manchmal ein bisschen anhalten und warten auf die ganzen Fahrzeuge. Und dann hält man an der zweiten Haltestelle. Wir halten jetzt aber an der ersten. Weil wir Endstation haben. Weil es gibt natürlich noch andere Linien, die als Endstation Fredeberg Markt haben. So. Und damit sind wir auch schon angekommen, nicht? Hier mit unserem Iveco Crossway LE. Und ja. Dann. In dem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt Vince Spiel Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Natürlich auch gerne bei allen anderen Projekten. Vergesst nicht, im Sendeplan vorbeizuschauen. Die Adresse ist eingeblendet. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.